Normalerweise bereite ich mich auf meine Streams nicht vor. Heute habe ich mich sehr intensiv auf diesen Stream vorbereitet, dass es auch etwas anders laufen wird, als ihr unter Umständen denkt. Naja, eigentlich kam genau das, was ich von Stay erwartet hatte. Obwohl, vielleicht war es sogar für seine Verhältnisse noch leicht unterdurchschnittlich. Denn in dem 43-minütigen Video mit dem Titel "Du hast dich mit dem Falschen angelegt", antwortet Stay auf T-Tech, welcher ihn zuvor kritisiert hatte. Und er bleibt dabei auch tatsächlich sehr sachlich. Und ich werde diesmal nicht diesen Sohn die ganze Zeit beleidigen und diesen Sohn. Hat jetzt nicht so gut geklappt, aber vielleicht ist er wenigstens sehr bescheiden. Mir ist natürlich zu Ohren gekommen, dass Teilschuld Thomas sich dazu hinreißen lassen hat, einen entscheidenden Fehler zu begehen. Er hat auf ein Video von mir reagiert. Na gut, nach solch einer Ansage können wir jetzt eine wirklich solide Argumentation von Stay erwarten. Okay, mal Spaß beiseite. Stay versucht daraufhin, die Quellen von T-Tech zum Thema Gender Empathy Gap zu widerlegen und liefert dabei eigentlich auch ein perfektes Paradebeispiel für diesen Gender Empathy Gap. Trennungsväter, Junge sind Verlierer für Mädchen und Männer sind Militär, Frauen ebenso gewalttätig wie Männer, Männerarbeitslosigkeit steigt, Männergesundheit wird vernachlässigt. Klingt wie ein Teilschuld-Thomas-Videotitel. Mal ganz ehrlich, könnt ihr euch vorstellen, dass Stay bei einer Frau, die von einem noch so absurden Problem erzählen würde, wo sie sich irgendwie diskriminiert fühlt, und das könnte wirklich gänzlich aus der Luft gegriffen sein, nur im Ansatz so reagieren würde? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Aber es wurde ja noch schlimmer, als Stay dann in die Recherche reingegangen ist, um zu widerlegen, dass ein Gender Empathy Gap existiert. Denn ich sag mal so, dieses Meme hier in meinem Thumbnail ist nicht zufällig ausgewählt. Schauen wir mal rein. Also das ist hier ein Artikel, wo sich darauf konzentriert wird, den Gender Empathy Gap. Das Ding hat zwei Seiten. Erstmal Baerbock und der Gender Empathy Gap. Da geht es darum, dass Baerbock sich nicht solidarisch für die Männer in der Ukraine einsetzt. Weil die sagt nur Frauen und Kinder. Soll man auch Männer sagen? Das ist der erste Teil. Hier gibt es aber mehr oder weniger keine Quellen. Der Grund, warum es keine Quellen gibt, ist, weil wenn man diese Quelle hier anklickt, und ich werde das jetzt tun, dann gibt es den Link leider nicht mehr. Direkt mal geframed, indem man diesen Text mit so einer übertriebenen Betonung vorliest, wobei ich sagen muss, dass dieses Wutbürgermäßige eigentlich ganz gut zu Stay passt. Daraufhin gibt es aber tatsächlich einen validen Kritikpunkt, denn die Quelle unter dieser Webseite ist tatsächlich normal nicht mehr auffindbar. Also aus irgendeinem Grund scheint da irgendwas gerade nicht zu stimmen. Aber ein kurzer Blick in die Wayback Machine zeigt, dass man das Dokument dort tatsächlich noch finden kann und dass die einzelnen Quellen dort auch nochmal verlinkt sind. Ich packe euch die einzelnen Links dazu mal in die Videobeschreibung, dann könnt ihr das selber nachlesen. Ist natürlich nicht optimal, wenn das nicht mehr online ist. Den Punkt kann man Stay hier schon geben. Aber interessant finde ich, dass Stay im nächsten Satz eigentlich zugibt, dass er auch an den Gender Empathy Gap glaubt. Und hier möchte ich etwas einwerfen. Die Entmenschlichung des Mannes und die problematische Betrachtung von Männern, die sich in der Gesellschaft nicht öffnen können, ist ein Problem von Männern für Männer. Männer, die die Struktur aufgebaut haben, haben eine Umgebung geschaffen, wo sich andere Männer aufgrund ihres konservativen Wertebilds und der Tatsache, den Ambitionen von du musst immer stark sein, du darfst nicht weinen, du darfst nicht heulen, deswegen haben Männer für Männer eine Umgebung geschaffen, in der sie sich nicht öffnen. Also keine Ahnung, wenn es so feministisch ist, das Patriarchat zu bekämpfen, was dazu führt, dass Männer ihre Gefühle nicht zeigen können und weniger Empathie abbekommen, warum kämpft Stay dann dagegen an, wenn man auf diese Probleme aufmerksam machen möchte? Einiges weniger Empathie in der Gesellschaft. Gender Empathy Gap. Ich meine, T-Tech nimmt dem Feminismus ja nichts weg. Auch wenn seine Videoreihe die Zerstörung des Feminismus heißt, heißt das ja nicht automatisch, dass er den Feminismus beenden möchte. Ich meine, Rezo wollte auch nicht, dass es keine Presse mehr gibt, nachdem er sein Video die Zerstörung der Presse hochgeladen hat. Und für alle, die jetzt sagen würden, ja, aber was T-Tech da kritisiert, das ist doch gar kein echter Feminismus. An die stelle ich einfach mal die Frage, ob es einen Zentralrat der Feministen gibt, der festlegt, was Feminismus ist und was nicht. Denn solange das nicht der Fall ist, müssen wir eigentlich alles als Feminismus bezeichnen, was sich selber Feminismus nennt. Es ist ja schön und gut, wenn andere Feministen das ablehnen, und das sollte man dann auch klar differenzieren, dass da nicht alle hinterstehen. Aber gerade bei diesem Thema hier mit dem Gender Empathy Gap sehen wir halt einen Stay, der sich konstant darüber lustig macht, sobald T-Tech diese Probleme anspricht.
Wie mit Gender Empathy Gap? Ich bin mir auch nicht mal sicher, ob Stay wirklich bei jedem, der diese Punkte anspricht, so reagieren würde. Oder ob nochmal erschwerend hinzukommt, dass T-Tech eh schon von jedem gehasst wird und man eh einfach Applaus bekommt, sobald man gegen ihn ist. Aber mal zurück zu den Quellen. Denn interessant fand ich vor allem auch diese Stelle hier. Jetzt könnten wir in diese Artikel reingucken, was wir auch gleich noch machen werden. Ach wirklich? Tut er das? Tut er das? Nein, tut er halt nicht. Keine Ahnung, ob das jetzt wirklich ein Versehen war und das dann im Schnitt nicht mehr aufgefallen ist, weil er das vergessen hat, oder ob es ein bewusster Manipulationsversuch war, es kommt auf jeden Fall nicht mehr vor. Ganz kurz, wenn euch das Video bis hierhin gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da, um den Algorithmus zu pushen. Aber auf andere Quellen geht er dann auch noch ein. Gucken wir mal in die vierte Quelle rein. Mandate Gender Empathy Gap. Artikel zum Gender Empathy Gap Day. Was ist das denn für ein Verein? Und euch fällt sicherlich was auf. Warum ist denn hier so ein Link dahin? Warum bin ich jetzt schon wieder auf der Hauptseite? Also, ich bin ja schon wieder bei genderempathygap.de. Es hat den Anschein, als würden diese ganzen Seiten immer aufeinander verlinken. Immer und immer wieder. Und diese Aussage? Alle Empathygap-Quellen beziehen sich auf dasselbe. Stimmt halt einfach nicht. Ja, die Webseiten verlinken jeweils aufeinander. Wie zum Beispiel mit... Zum Thema Gender Empathy Gap siehe auch. Aber es ist jeweils nicht die einzige Quelle. Also alle diese Webseiten verweisen auf mehrere andere Seiten und nicht jeweils nur auf die andere. Zudem gibt es ja auch einige Forschungen, die das Phänomen des Gender Empathy Gaps eigentlich ganz gut belegen. Schon 2002 hat sich in einer Diktatursimulation gezeigt, dass Frauen allgemein wesentlich mehr Unterstützung als Männer erhalten. Und das sollte ja für Feministen eigentlich nicht okay sein, weil Männer und Frauen ja gleichgestellt sein sollten. Stay macht aber auch noch sehr gut weiter. Daraus leitet die Organisation ab, nicht wählerisch sein zu können, wo und in welchem Kontext die eigenen Anliegen auftauchen. So gab der Psychologe und Mandatvorsitzende Eugen Maus der rechtslastigen Jungfreiheit im Februar 2008 ein ausführliches Interview. Warte mal, Junge Freiheit? Ist das nicht dieses rechtsextreme Magazin? Also Stay, weil der Vorsitzende von Mandat heute vor 16 Jahren bei der Jungen Freiheit ein Interview gegeben hat, existiert jetzt der Gender Empathy Gap nicht oder was? Ich meine, es geht ja gerade nicht darum, ob bei Mandat auch Rechte dabei sind. Das ist hier überhaupt nicht das Thema. Es geht hier gerade darum, ob es richtig ist, dass es das Phänomen des Gender Empathy Gaps gibt oder nicht. Und daran ändert ein Interview bei der Jungen Freiheit vor 16 Jahren nun wirklich nicht besonders viel. Weiterhin versucht Stay, irgendwelche Verbindungen zu finden und dann mit Kontaktschuld zu belegen, warum T-Tech am Ende falsch liegt. Ich zeige euch davon mal ein paar Highlights. Also bleiben wir mal da dran. Was schreibt denn der Tagesspiegel dazu? Der Tagesspiegel hat den Verein erwähnt mit der Überschrift... Das Netzwerk der Antifeministen, wenn fragile Männlichkeit gefährlich wird. Und das Titelbild ist Breivik. Das hat mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Überraschung ins Gesicht gezaubert. Weil diese Verbindung habe ich zumindest nicht gesehen. Jetzt sind wir wirklich bei Breivik gelandet. Breivik, der Mörder und Terrorist. Ich meine, der mochte auch Feminismus nicht. Also werden wahrscheinlich alle, die Feminismus kritisieren, so ähnlich wie Breivik sein oder so. Das wurde jetzt zwar nicht explizit so gesagt, aber warum bringt man den dann überhaupt mit ein? Ich meine, dass das in der Überschrift von diesem Artikel steht, ist wahrscheinlich eher Clickbait, aber das hier nochmal explizit so anzusprechen, wirkt schon eher so, als wollte man die Person in eine bestimmte Richtung framen. Zudem gab es auch noch solche Stellen hier. Sehr populär ist unter Antifeministen die Webseite wgvdl.com. Das steht für, wie viel Gleichberechtigung verträgt das Land? Hass auf Frauen wird dort offen ausgelegt. Im Forum erklären Männer, Lesben gehören vergewaltigt, um sie heterosexuell zu prägen. Denn der Sozialismus sei im Innersten weiblich gewesen. Und die Affäre um Harvey Weinstein habe nur eins bewiesen, dass Frauen für Geld und Aufmerksamkeit bereit, alles zu tun seien. Also es gibt wohl ein Forum für Männerrechtler, in dem solche ekelhaften Aussagen nicht moderiert werden. Die Connection ist einerseits, dass das Männerrechtler sind und Mandat auch Männerrechtler sind und andererseits, dass vor einigen Jahren wohl Mitglieder von Mandat schon mal auch in diesem Forum geschrieben haben sollen. Ich meine wirklich, wie inhaltsleer soll deine Kritik sein? Stay? Ja.
Und es gab wirklich so dermaßen viele Argumente, wo man sich wirklich nur gedacht hat, worauf möchte Stay hinaus? Ich kann nicht alles mit reinnehmen, weil das Video 42 Minuten geht, aber ich zeige euch nochmal ein Highlight. Wo habe ich denn dieses Man Going Their Own Way schon mal gehört? Und jetzt machen wir einen kleinen Verweis. Hier. Das ist 13 Fragen. Und das hier ist Spiros, der Content Creator und Coach. Aber was hat er, also wer hätte das gedacht, dass die Scheiße mit dem Keck zusammenhängt? Also, weil der eine Typ von Mandat was mit Man Going Their Own Way zu tun hat und Spiros von 13 Fragen eine Texteinblendung neben sich hatte, in dem erklärt wird, was Man Going Their Own Way ist, hat T-Tech jetzt etwas mit Spiros zu tun. Diese Verbindung habe ich zumindest nicht gesehen. Ja, stay mal wieder auf Höchstleistung. Ich weiß wirklich nicht, ob das ein geschickter Manipulationsversuch ist oder er tatsächlich manches davon selber glaubt. Denn so etwas dir kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Und jetzt werden einige von euch sagen, Man Going Their Own Way, das habe ich doch schon mal gehört. Aber wer ist denn Maximilian Pütz? Das ist Maximilian Pütz, ehemaliger Date-Doktor, der mit seinen normalen Aufrufen so ungefähr 9000. Und sage mal, bei den letzten Videos, da habe ich ja so einen komischen Vibe. Erinnert mich irgendwie an den Clown. Aktien im Kopf. Selbes Muster. Irgendwann irrelevant geworden, setzt sich vor eine Kamera, macht Falschinformationen, Hetze, Propaganda, same shit. Ja, das war hier wirklich sein Argument. Das Einzige, was noch gefehlt hat, wäre, dass er nochmal den Tab zu T-Tech gewechselt hätte und dann so gesagt hätte, Bruder, also wer hätte gedacht, dass Aktien im Kopf und T-Tech was miteinander zu tun haben? Aber auch optisch hat sich Stay wirklich noch diesen Meme hier angenähert. Und ich möchte diesen ganz langen Artikel jetzt nicht im Einzelnen mal durchgehen. Aber ihr seht hier schon einen entscheidenden Namen. Und diese Verbindung baut sich auf. Recherchiert durch Korrektiv. In einer Art und Weise, dass sie direkt über Beatrix Storch zur AfD führt. Ich meine, wer hätte gedacht, dass Beatrix von Storch etwas mit T-Tech zu tun hat? Also wir sind jetzt wirklich dabei, dass wir hier irgendwelche Linien zu irgendwelchen Punkten verbinden mit irgendwelchen Organisationen und Leuten, die dann über fünf Ecken was miteinander zu tun haben. Aber ganz gegen Ende kam Stay tatsächlich nochmal zu einem Punkt, wo er fast ein Argument gemacht hat. Diese Studie stellt fest, dass auf Basis von Rasse, Geschlecht, Bildung, Einkommen und Citizenship, also ob du Amerikaner bist oder woher du kommst, dass das Einfluss auf die Länge der Strafe hat. Das war zumindest die Stelle, wo Stay am nächsten an einem Argument dran war. Denn mehr Faktoren, die in diese Studie hier mit reinzählen, könnten tatsächlich dazu führen, dass der Einfluss des Geschlechts in der Auswertung geringer wird. Letztendlich ändert es aber auch nichts daran, dass das Geschlecht immer noch eine Rolle gespielt hat und dass das auch aus der Studie hervorging. T-Tech hat ja sogar explizit noch angesprochen, dass die Hautfarbe auch eine Komponente war. Und ein paar weitere Sachen hat er halt nicht explizit mit dazu gesagt. In einer Studie der University of Georgia wurden erhebliche Unterschiede bei der Verurteilung von Männern und Frauen festgestellt. Die Studie ergab, dass vor US-Bundesgerichten Schwarze und Männer seltener keine Haftstrafen erhalten, seltener eine Abweichung nach unten erhalten und häufiger eine Anpassung nach oben und geringere Kürzungen erhalten als Weiße und Frauen. Letztendlich ändert das aber auch nichts daran, dass das Geschlecht hier immer noch eine Rolle spielt und Männer dort benachteiligt werden. Zu guter Letzt hält Stay auch noch eine feministische Ansprache. Also, er liest sie ab, aber schauen wir trotzdem mal kurz rein. Feminismus ist auch für Männer. Ein Verein, der sich für Frauenrechte einsetzt, schreibt dazu, auch Männer leiden unter dem Patriarchat, also unter dem System, das von Männern kreiert wurde, haben doch damit einhergehende Mechanismen, den Großteil der Menschen zum Verlieren macht. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ernst ich das bei einer Person nehmen kann, die jedes Mal, wenn ein Problem von Männern angesprochen wird, so reagiert. Mädchen und Männer sind Militär, Frauen ebenso gewalttätig wie Männer, Männerarbeitslosigkeit steigt, Männergesundheit wird vernachlässigt. Stay interpretiert halt auch permanent, dass T-Tech dem Feminismus die Schuld für diese Probleme geben möchte und dementsprechend tut er dann einfach so, als würden sie gar nicht existieren. Schreibt mir eure Meinung zu dem Thema gerne mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Schaut doch bei Instagram vorbei, ist hier on screen verlinkt und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.